Wir denken, wir machen Erfahrungen, aber die Erfahrungen machen uns. Das ist ein schöner Satz, finde ich, vom Eugen Ionesco. Und er spricht eigentlich genau das aus, das, was wir in der Kindheit erfahren haben, an frühkindlichen Traumatisierungen, hat einfach eine ungeheure Auswirkung auf unser Leben und hinterlässt, auch wenn wir erwachsen sind, immer noch Narben. Also wenn du in der Kindheit erlebt hast, dass da Gewalt war, dass du massiv vernachlässigt worden bist, dass du entwertet worden bist, gedemütigt worden bist, du bist nicht gesehen worden, keiner hat mal nach deinen Bedürfnissen gefragt, hat mal gefragt, was möchtest du, was wünschst du dir, also so wirklich das ganze Spektrum der frühkindlichen Traumatisierungen hat das Auswirkungen nicht nur auf deine seelische Gesundheit, sondern auch auf die körperliche Gesundheit. Also man kann auch sagen, wirklich, diese extremen Belastungen aus der Kindheit werden auch deinen Körper ein Leben lang quälen. Das Resultat von traumatischen Kindheitserfahrungen ist einfach eine besondere Empfindlichkeit, eine Hochsensibilität, eine ganz starke Wiederholung von immer wieder ähnlichen Situationen, die du erlebt hast, ist einfach für deinen kindlichen Organismus enorm belastend. Was ist jetzt eigentlich Stress? Also Stress empfinden wir immer dann, wenn das Gleichgewicht zwischen dem, was im Außen da ist, durch bestimmte Anforderungen, die eben einfach sehr schnell sind oder sehr intensiv sind oder wahnsinnig viel sind, extrem herausgefordert werden. Also das heißt eigentlich Stress. Also wenn wir komplett überfordert werden und das dadurch ganz schwer, sehr schnell bewältigen können. Also es gibt ja auch den normalen Alltagsstress, der uns auch oft an Grenzen führt. Wir werden dann oft unruhiger und wir werden ein bisschen irritierter und können nicht so gut reagieren. Aber im Normalfall können wir durch bestimmte Reaktionen des Körpers, da ist er darauf eingerichtet, können wir damit umgehen. Und es ist halt auch wirklich so, dass ein gewisses Maß an Stress eigentlich ein Teil von unserem Leben ist. Das können wir nicht ganz vermeiden. Wir erleben einfach so permanent so einen Wechsel von Spannung und Entspannung Zuständen. Aber jetzt im Vergleich dazu ist ein traumatischer Stress immer verbunden mit einer ungeheuren Überlebensangst. Wir haben das Gefühl, da ist Lebensgefahr. Also es ist Gefahr an Leib und Leben sozusagen. Es ist eine ganz starke essentielle Bedrohung und oft auch eine Bedrohung unserer eigenen innersten Persönlichkeit oder in unserer Identität. Und das kann auch ein Kind genauso wahrnehmen. Und die Reaktion ist dann oft, dass eine komplette Überflutung stattfindet mit dieser Angst vor dieser drohenden Gefahr. Und du hast dann das Gefühl, du bist ihm völlig schutzlos ausgeliefert. Und da reichen eben diese normalen Anpassungsmechanismen des Körpers nicht mehr aus, weil für ein Kind ist es einfach nicht einordnenbar. Und wenn man jetzt mal darauf eingehen möchte, was tut ein normales Kind dann, wenn es eine Situation hat, wo extrem bedrohlich ist, wo Todesangst entsteht, dann ist im Endeffekt das Wichtigste, was bei uns sofort als erstes in Gang kommt, ist eigentlich unser Bindungssystem. Wir suchen, wenn wir in der Gefahr sind, wenn wir in ein unerträgliches Leid geraten, wenn wir richtig Schmerz empfinden, suchen wir nach einem anderen Menschen, der uns unterstützt. Und das ist halt einfach das Tragische. Du hast die Gefühle gehabt, aber es war kein anderer Mensch da. Es war keine sichere Bindungsperson da, die dich gehalten hat, die dich wieder runterreguliert hat, die dich einfach beruhigt hat. Und darum ist einfach das große Drama dahinter, dass du nicht aus dieser Situation dich selber hast rausholen können als Kleinkind. Ein Kleinkind kann das nicht. Das muss von außen reguliert werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
Du hattest als Kind auch nicht die Möglichkeit zu fliehen oder gegen diese Bedrohung anzukämpfen. Und da spielt ja auch die ganzen Hormone spielen dann eine ziemlich starke Rolle, also wie jetzt Noradrenalin oder Adrenalin, wo diesen Kampfmodus in Gang setzt oder auch dann quasi der Sympathikus steuert es dann, dass das Herz intensiver schlägt, dass die Muskeln mehr durchblutet werden, als dass du kämpfen kannst oder im Notfall fliehen kannst. Die Blutzuckerreserven werden mobilisiert, die Haut wird mehr durchblutet, deine Augen werden mehr durchblutet, dass du einfach viel mehr wahrnehmen kannst und sehen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du entweder die Kraft hast zu fliehen oder die Kraft hast zu kämpfen. Wenn du aber als Kind erlebt hast, dass weder Kämpfen noch Flucht möglich ist, dann kommst du in diese Erstarrung. Und das ist wirklich für ein Kind ganz, ganz schrecklich, weil wenn gerade diese Bedrohung permanent anhält, dann kippt es irgendwann und du stellst dich dann wirklich im wahrsten Sinne des Tod. Also auch die Haut wird dann bleich, der Herzschlag sinkt. Das ist so die allerletzte Möglichkeit. Und aus diesem Mechanismus heraus entsteht dann oft, dass du das nicht mehr ertragen kannst als Kind und dann anfängst wirklich das abzuspalten und das dann auch wirklich zu verdrängen, zu dissoziieren und dass du das nicht mehr fühlen musst. Also das ist dann wie so eine Amnesie, die dir geschieht. Und in diesem Gefühl von der Erstarrung und dieser extreme Gefühl, du musst dich unterwerfen, du kannst nur noch still und ruhig sein und dich totstellen, schaltet das Gehirn auf ein anderes System sozusagen um und du bist auch nicht fähig in dem Moment, die komplette Situation vollständig abzuspeichern. Also du kannst nur Fragmente abspeichern. Das kann ein Geräusch sein, das kann eine einzelne Emotion sein, ein Körpergefühl. Das kann ein Geruch sein, ein bestimmtes Bild. Und diese abgespeicherten Fragmente führen später dazu, dass du in bestimmten Situationen, die sogenannten Trigger, wieder mit genau diesem Ohnmachtsgefühl, mit dieser Machtlosigkeit, mit dieser Verzweiflung, mit dieser existenziellen Bedrohung, wieder reagierst. Du kannst dir das so vorstellen, als würde dein Gehirn in dem Moment, wenn du durch so einen bestimmten Geruch oder ein Gefühl oder eine Mimik von jemandem, durch ein Bild, da getriggert wirst, dass das Gehirn so reagiert, dass die Gefahr von damals nicht gemeistert werden konnte, jetzt wieder da ist und vielleicht aber jetzt quasi gut abgewehrt werden kann, also dass du das jetzt bewältigen kannst. Und das Trauma ist deshalb noch nicht Vergangenheit, sondern passiert eben dann in deiner Wahrnehmung so, als wäre das im Hier und Jetzt, als würde es aktuell nochmal neu stattfinden. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass du als Kind von deinem Vater verprügelt worden ist, der immer eine riesen Alkoholfahne gehabt hat, in dem Moment, wenn er dich verprügelt hat. Und dass du jetzt, wenn nur ein Mensch ansatzweise nach Alkohol riecht, dass sofort diese ganz alten Gefühle wieder angetriggert werden, von Schmerz, von Verzweiflung, von Ohnmacht, von allem, was du damals empfunden hast. Und es können auch ganz subtile Situationen sein, dass du auch vielleicht nur in einem Lokal bist, wo es irgendwie nach Alkohol riecht und wo du einfach merkst, da fühle ich mich unwohl. Also das ist wirklich, das Gehirn geht da ganz eigenartige Wege, das zu verknüpfen, immer mit der Hoffnung, vielleicht kannst es du jetzt bewältigen. Und darum ist es so wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst, was da wirklich abgelaufen ist in der Kindheit. Oder du bist mit einem roten Kleiderbügel geschlagen worden und jetzt, wenn du einen roten Kleiderbügel siehst, dann kommt sofort die ganzen alten Gefühle wieder hoch. Also nur so als paar Beispiele, dass du dir das vorstellen kannst, weil das ist ja oft wirklich sehr irrational, auf was man da reagiert. Und eben gerade, weil man ja auf Gerüche, auf Bilder, auf bestimmte Mimiken, auf Kleinigkeiten eigentlich reagiert, was man im Alltag gar nicht einordnen kann.